Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Nachdem wir alle drei Missionen hier auf dem Bauernhof erledigt haben, gehen wir, hoffe ich, auf die letzte, und zwar Uno 3. Rede mit der Priesterin gleich hier. Ach, wunderbarer Adlermann. Alle preisen deinen Namen und deine Taten. Meine Schwestern und ich wollen dir zu Ehren ein großes Fest geben. Du wirst unser Ehrengast sein. Wenn ihr es wünscht. Allerdings gibt es noch eine, die von deiner Zuwendung profitieren könnte. Kai Kippe sorgt sich um ihren Bruder. Er ist ein seltsamer Kerl, der vom Wahnsinn gestreift oder von den Göttern erwählt wurde. Ah, da ist sie auch schon. Sprich mit ihr, beruhige sie und dann feiern wir. Bei den Göttern, du bist es. Ich bin es. Du bist es. Bei den Göttern. Meine Gebete wurden erhört. Sprich mit dem Adlermann, mein Kind. Bist du hier, um mir zu helfen? Nun, ich sehe, was ich tun kann. Ja, natürlich. Es geht um meinen Bruder Kallistratos. Er war schon immer sonderbar. Aber im letzten Jahr haben ihn die Götter, glaube ich, verflucht. Nichts gegen dich. Sprich weiter. Dein Bruder. Der Hof meines Bruders liegt in der Nähe des Dorfes. Er bleibt lieber für sich. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen, aber als ich vorbeiging, hörte ich furchtbare Geräusche. Es ist etwas passiert, aber ich bin nicht mutig genug, um nachzusehen. Okay, dann gehen wir wieder nach. Danke. Oh, hab Dank, Adlermann. Du bist zu gütig, zu großzügig, zu freundlich. Ich danke dir. Was kannst du mir über deinen Bruder sagen? Kallistratos versucht sich immer an neuen Plänen oder verrückten Ideen. Zuletzt wollte er Hühner züchten, die riesige Eier legen. Jedes Ei ernährt eine Familie, sagte er. Er wollte mit dem Verkauf reich werden. Okay, das ist eine interessante Geschäftsidee. Was ist Kallistratos zugestoßen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ein Löwe oder ein Wolf den Hof überfallen. Von den Geräuschen lief mir ein Schauer über den Rücken. Was auch immer es ist, du wirst es mit ihm aufnehmen können. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wo ist der Hof deines Bruders? Er hat ein großes Gehöft nordöstlich von hier. Er kümmert sich allerdings nicht sehr gut darum. Immer beschäftigt er sich mit verrückten Plänen. Warum tut das schon nicht? Ich besuche den Hof deines Bruders und sehe nach dem Rechten. Da ist er. Was? Und wer genau bist du? Der Söldner, der dir das Leben gerettet hat. Wie wäre ein Danke? Du hättest nicht meine besten Hühner töten müssen. Okay, ich habe dich gerettet, meine Schwester. Ich komme weg.
Deine Schwester hat mich geschickt, damit ich nach dir sehe. Kalkippe war wegen der Geräusche besorgt, die sie hörte. Und das war sie wohl zu Recht. Dann sag ihr, es geht mir gut. Vielleicht könnte ich eine Ziege aus Messera mit einem Löwen kreuzen. Oder mit einer Schlange. Das brächte mir sicher ein Vermögen ein. Okay, dieser Typ scheint in einer anderen Dimension zu leben. Souls. Kalkippe, dein Bruder ist wirklich anders. Aber er lebt und es geht ihm gut, denke ich. Hab Dank, Adlermann. Ja, er ist schwierig, doch du hast meine Gebete erhört. Ich werde auf ewig deine treue Dienerin sein. Nun... Die Priesterin haben begonnen, ein großes Fest zu deinen Ehren vorzubereiten. Ganz Linu wird dich feiern. Es wird wunderbar. Alexios, es ist furchtbar. Myrto liegt krank da nieder. Bring mich zu ihr. Das Mädchen war begeistert von der Idee, ein Fest für dich auszurichten. Sie rannte herum, war so voller Eifer und dann brach sie plötzlich zusammen. Bitte, Adlermann, kannst du ihr nicht helfen? Hat jemand etwas gesehen? Hat sie irgendwelche Wunden? Nein, auch keine Insekten oder Schlangenbisse. Doch sie hat Fieber. Was tat Myrto, als sie plötzlich krank wurde? Sie bereitete das Fleisch, das du für das Fest besorgt hast, nach Anleitung der Priesterin zu. Wo ist Priesterin Hexiona jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hörte sie nach Hilfe rufen. Sie beruhigte die Angsterfüllten. Dann verschwand sie. Ein seltsames Verhalten. Ja, das ist mir auch gleich durch den Kopf gegangen. Ich höre mich um. Vielleicht weiß jemand etwas. Und ich werde nach der Priesterin suchen. So, und das war es für Uno 3.